Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, das ihr da draußen hoffentlich noch rechtzeitig seht. Denn wir sind so ein bisschen termingebunden. Es geht um E-Bike-Rabatte zum, ja, wie nennen wir das Ganze jetzt? Black Friday, Black Week, Cyber Monday, was auch immer. Angelehnt an die Rabattschlachten in den USA ist das natürlich auch mittlerweile bei uns in Deutschland angekommen. Und das in allerlei Branchen, so auch bei den Fahrrad- respektive E-Bike-Herstellern. Wenn ihr also ohnehin auf der Suche nach einem neuen E-Bike seid, das außerdem auch noch sofort verfügbar ist, dann solltet ihr jetzt dranbleiben, denn ich habe euch die tollsten Deals zu den Black Friday, Black Week, Whatever Days rausgesucht. Los geht's! Erste Anlaufstelle in unserem heutigen Video ist ein ganz großer Player, nämlich Fahrrad XXL. Da geht es bereits an diesem Freitag, dem 18.11. los, mit Rabatten, die bei bis zu 60% liegen sollen. Das Ganze gilt natürlich nicht nur auf E-Bikes selbst, sondern auch auf allerhand Zubehör. Das ist auf der einen Seite interessant, weil es Helme, Fahrradcomputer, Licht, Beleuchtungssysteme und so weiter gibt. Auf der anderen Seite werden diese 60% wahrscheinlich aber auch eher im Zubehörbereich eingelöst werden und die Rabatte bei den E-Bikes dürften da ein bisschen niedriger sein. Aber nichtsdestotrotz, ein Blick könnte lohnen. Und die Angebote gibt es nicht nur am 18.11., sondern auch darüber hinaus bis zum sogenannten Cyber Monday, dem 28. November, also dem Montag nach dem eigentlichen Black Friday am 25. November. Ihr seht schon, ganz schön kompliziert das Ganze. Heißt für euch aber auch, ihr solltet nicht zu lange warten, dass nicht alle der guten Angebote bereits vergriffen sind. Das heißt, schaut doch ab Freitag, den 18. einfach mal auf die Seite, ob da was für euch dabei ist. Und das Gute ist, wenn ihr euch jetzt schon anmeldet, bekommt ihr auf der Seite so einen kleinen Reminder, wenn es losgeht und noch einmal 10 Euro extra Rabatt. Den Link zu diesem Early Access habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Die nächsten Angebote, die ich euch zeigen möchte, kommen von Himiway. Da habe ich euch auf meinem Kanal ja auch schon so einiges vorgestellt und demnächst, das kann ich schon mal verraten, kommt da noch was sehr Cooles. Ihr solltet also am besten ein Abo dalassen, um das nicht zu verpassen. Aber was bietet uns Himiway jetzt zum Black Friday? Naja, das kommt ganz auf das Modell an, für das ihr euch interessiert. Da gibt es zum Beispiel den Cruiser, ein Alterer Fatbike, ein wirklicher Allrounder. Alle Infos dazu findet ihr in dem hier verlinkten Review von mir. Darauf gibt es derzeit 150 Euro Rabatt. Die gibt es aber nicht nur auf den Cruiser, sondern auch auf die Cobra, das vollgefederte E-Mountainbike und auf das Escape Pro von Himiway. Und dann gibt es ja auch noch so ein paar Abstufungen, 100 Euro Rabatt zum Beispiel auf das Zebra, auch ein echt brachiales Teil. Dazu habe ich auch schon mal ein Testvideo gemacht, was ihr hier verlinkt findet. Und 100 Euro gibt es auch auf den Big Dog, das kleine, aber starke E-Lastenrad, wenn man so will. 180 Kilo Nutzlast auf fetten, aber kleinen 20 Zöllern, das ist schon eine ziemlich coole Kombination. Vor ganz langer Zeit habe ich auch schon mal das City Pedelec, so den ersten Wurf von Himiway getestet. Das Video findet ihr auch wieder hier verlinkt. Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt. Das bekommt ihr in der aktuellen Aktion sogar 200 Euro günstiger. Das ist schon stark. Und wenn ihr dann noch einen zusätzlichen Akku braucht, dann gibt es den im Black Friday auch nochmal gleich 100 Euro günstiger. Alle Links dazu gibt es in der Videobeschreibung, also schaut da gerne mal rein. Satte Rabatte, das gibt es auch bei Giro. Das war auch schon im vergangenen Jahr so und die haben sie auch dieses Jahr nicht Lumpen gelassen. Zum Beispiel das schicke, schlanke E-Bike in der zweiten Generation, das Giro 2, habe ich euch ja auch schon mal in einem Review vorgestellt. Video wie immer natürlich hier oben verlinkt. Und dann wollen wir doch mal sehen, was sie dieses Jahr so zu bieten haben, die Österreicher. Da läuft die Aktion schon eine Weile, nennt sich da Vinyl Friday und geht vom 14. bis zum 28. November. Und was spart man da? Auch hier kommt es wieder so ein bisschen drauf an, für welches Modell wir uns denn da am Ende des Tages entscheiden mögen. Aber, das steht hier ganz prominent, bis zu 33% sollen da möglich sein. Und ich finde, das kann sich sehen lassen und das sollten wir uns auch mal ansehen deshalb. Zum Beispiel das Giro 2 in der City Comfort Variante in der Farbe Cream gibt es tatsächlich 33% günstiger und das kann sich sehen lassen. 2204 Euro statt 3290 Euro, also einen ganzen Tausender gibt es abgezogen sozusagen. Das lohnt sich doch. Und das sehen wir hier auch bei den anderen Modellen, zum Beispiel dem Giro 2 Touring Classic in der Farbe Vinyl. Da werden statt 3.590 jetzt nur noch 2.405 Euro fällig und das ist natürlich einiges, was ihr da einspart. Wieder über 1.000 Euro günstiger. Also wenn ihr jetzt ohnehin mit dem Gedanken gespielt habt, euch bei der Firma Giro ein E-Bike zu gönnen, dann solltet ihr das jetzt in den Rabattwochen tun. Hat mir beim Testen auch echt gefallen, sieht sehr elegant aus, so ein bisschen oldschool. Der Akku ist entnehmbar, trotz des schicken Designs, also hat was, finde ich.
Sale zum Black Friday, das gibt es auch bei Leckerbikes. Die Niederländer haben einige schicke Modelle im Angebot. Das Amsterdam habe ich euch auch schon mal in einem Video vorgestellt. Und na, wer errät's? Klar, hier oben ist es auch dieses Mal verlinkt. Also einige bekannte Gesichter, die sich zum Black Friday nicht lumpen lassen. Aber schauen wir mal, was die denn so anbieten können. Hier kommt der Black Friday gleich im Plural. Das Motto, warum nur einen Black Friday, wenn es auch viele geben kann, finde ich gut. Nur bekommen wir leider nicht gesagt, wie viele es tatsächlich sind. Also im Zweifel hier nicht zu lange warten, bis ihr euch entschieden habt. Rabatte gibt es auf alle Modelle der Vorsaison, aber das sind Top-Bikes. Das solltet ihr euch nicht von abschrecken lassen. Etwa das Amsterdam von 2021 für 1.898 statt 2.098 Euro. Das Amsterdam GT ist auch reduziert oder das Jordan Plus für 1.898 statt 2.098 Euro. Könnt ihr mal vergleichen, ob es die neuen Modelle wirklich sein müssen oder auch die der Vorsaison noch einen guten Dienst tun, und dann könnt ihr da ein bisschen sparen, wenn ihr mögt. Dann will ich euch auch noch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit zum Black Friday vorstellen, nämlich Insta360. Auch da gibt es satte Rabatte. Und wenn ihr irgendeins meiner Reviews gesehen habt, dann liegt die Chance bei, ich sag mal, 99,9%, dass da Aufnahmen aus einer der Insta360 Action Cam zum Einsatz gekommen sind. Egal welche Generation, egal welches Modell, ihr könnt damit 360-Grad-Aufnahmen machen. Das heißt, die Kamera wird einfach irgendwo hingezeigt und sie filmt dann immer alles und ihr verpasst keinen einzigen Shot. Das Geniale, der Selfie-Stick ist nachher von der Software rausgerechnet, wird also unsichtbar und es sieht so ein bisschen aus, als würdet ihr gefilmt werden. Das heißt, ihr spart euch so ein bisschen die Kameracrew. Also wirklich tolle Perspektiven und auch da könnt ihr sparen. Bis zu 85 Euro werden angekündigt. Aber eins kann ich euch schon mal verraten, wenn ihr über die Links in meiner Videobeschreibung bestellt, dann gibt es auch noch Zubehör dazu. Zum Beispiel einen Akku, zum Beispiel einen Case, zum Beispiel den Invisible Selfie Stick. Also da solltet ihr zum Black Friday mal reinschauen, wenn denn die Rabatte starten. Dann gibt es von mir noch ein kleines Goodie obendrauf. Lucky Bike soll auch am Black Friday teilnehmen. Auch das wieder ein großer Händler. Die haben Filialen, die haben aber auch einen großen Online-Shop. Was genau da wie reduziert sein wird, weiß ich noch nicht. Aber es könnte sich für euch lohnen, zum Black Friday plus minus ein paar Tage mal einen Blick auf die Homepage zu werfen. Im Radweltshop hingegen gibt es auf jeden Fall einen Black Friday Sale. Und den gibt es sogar auch jetzt schon. Wenn ihr da mal nach E-Bikes filtert, da bekommt ihr bis zu 31% Rabatt. Und das ist ja auch schon ordentlich was. Das ist fast ein Drittel Ersparnis. Und ich habe auch schon den größten Preisbrecher hier gefunden. Riese & Müller Super Delight GT Vario mit einem 1125 Wattstunden Akku statt 8200 für 5000 Euro. Fairerweise muss man sagen, dass das jetzt auch nicht überall anderswo noch 8200 Euro kostet. Ich wollte euch damit aber nur zeigen, hier sind wirklich große Rabatte möglich und dass die auch echt namhafte Hersteller wie Riese und Müller, KTM, Kalkhoff und so weiter mit an Bord haben. Lohnenswert kann auch ein Blick auf e-bike24 sein, denn auch da gibt es besondere Angebote. Mehr als 1000 E-Bikes sind zur Early Cyber Week bereits reduziert. Zwar in Anführungszeichen mit nur 10%, dafür haben die aber auch sehr, sehr viele große, namhafte Hersteller dabei und die haben die aktuellen Modelle. Das heißt, da sind 10% Rabatt ja auch ordentlich was. Das können je nach Preis natürlich schon so ein paar hundert Euro sein, die ihr da nochmal sparen könnt. Auch das habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und zum Abschluss noch ein singulärer Hersteller, der am Black Friday teilnimmt. Das sind Red Power Bikes. Die haben da verschiedene Modelle teils bis zu 600 Euro reduziert. Hier gelten die Angebote sogar bis zum 4. Dezember. Und die 600 Euro hätten wir beispielsweise auf das Red Mini 4 oder aber 300 Euro Rabatt auf das Red Rhino, den Red Runner oder Red City 5. Red, red, red. Also schaut euch da mal um, wenn ihr Interesse habt. So, das war's von mir zu den diesjährigen Black Friday Angeboten. Klar ist natürlich, das hier ist nur eine kleine Auswahl. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, habe da ein paar, wie ich finde, ganz gute Sachen rausgezogen. Aber da seid natürlich auch ihr gefragt. Ihr habt vielleicht auch irgendwo eine Anzeige gesehen, seid über irgendeine Seite gestolpert. Dann postet das doch gerne hier unten in die Kommentare. Denn dann können andere, die auf der Suche nach einem Schnäppchen sind, die natürlich auch so ein bisschen zur Recherche nutzen. Und so, hey, profitieren wir vielleicht alle am Ende davon. Apropos am Ende, das ist jetzt auch mein Video. Wenn es euch gefallen oder geholfen hat, dann quittiert das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen, genauso wie jedes Abo. Dann seid ihr auch immer unter den Ersten, die es mitbekommen, wenn ein neues Video online geht. Das hier ist jetzt vorbei. Danke, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.